Action. Hallo fürs Einschalten, ne? Wie man so schön sagt. Und an dieser Stelle herzlich willkommen hier in unserem neuen Set. Wir sind endlich zurück in einer unfassbar hübschen Profiküche. Und das Geilste ist, wir sind endlich zurück an einem Set mit nicht nur einer Wok-Kochstelle. Nein, freut euch auf 2019. Die Scheunentore sind aufgegangen für Koch-Battles oder was auch immer, denn wir haben eine zweite Kücheninsel mit noch einem Wok-Kochfeld und allem drum und dran. Von daher, dieses Jahr wird für Copy & Taste richtig fett. Heute allerdings starten wir mal, ne, um so ein bisschen reinzukommen, so richtig schön simpel und rustikal und saumäßig lecker mit einem so richtig fies geilen rustikalen Hotdog. Und wie das aussehen soll, das zeige ich euch jetzt. In erster Linie brauchen wir natürlich Hackfleisch. Ihr denkt euch jetzt, Moment mal, Hotdog? Das ist doch eigentlich normalerweise mit einem Würstchen. An dieser Stelle nicht. Ihr werdet schon sehen, rustikal heißt rustikal. Hackfleisch wird jetzt erstmal gewürzt. Und das auch super simpel. Wir haben hier ein bisschen Räucherpaprika, Salz, Pfeffer. Und was dann noch dazu kommt, ist eine halbe Zwiebel. Die schnibbeln wir da richtig fein rein. Und ein bisschen was. Boah, heilige, geräucherter Knoblauch. Olli, riech mal dran. Der ist der Shit, Alter. Huch, ist egal, ich nehme eine neue Zehe. Als erstes kümmern wir uns um den Knoblauch. Da muss erstmal die Pelle von ab. Sag mal, Pelle, ist das ein professioneller Begriff? Nee, ne, bestimmt nicht. Ah ja, Schale. Ein außerordentlich gutes Wort, Oliver. Ein außerordentlich gutes Wort. Oh, der riecht so unglaublich gut, ey. Das ist wirklich unfassbar. So, geschält ist er. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh, ich habe keine Knoblauchpresse und ich habe keinen Bock, den zu schneiden, das ist immer super Sauerei und es funktioniert nicht so richtig gut, kein Problem. Ihr drückt den einmal hier flach. Zack. Und dann gebt ihr da ein bisschen Salz drauf. Das verhindert nämlich, dass der Knoblauch so wahnsinnig wässert und dass so viel von dem ätherischen Öl austritt. Ihr könnt den einfach hier weiter fast schon zu so einer Paste zerdrücken. Dann immer schön mit dem Messerrücken einfach zusammenziehen. Und ihr seht, auf dem Board ist wirklich nicht viel an Flüssigkeit. Von daher könnt ihr hier einfach wirklich ganz entspannt dran arbeiten. So, das Wunder des Schnitts. Ja, neue Küche, neue Messer, aufpassen wäre besser. Als nächstes schnappen wir uns die Zwiebel, davon brauchen wir nur eine halbe, macht aber gar nichts, denn wir drehen ja heute noch ein Video. Da brauchen wir auch noch mal eine halbe, was ein Zufall. Die nehmt ihr hier an der Wurzel, schneidet die hier einmal durch, den Rest heben wir uns für später auf, pellt die Haut ab, die ihr nicht haben wollt. Das geht nicht auseinander und, das ist jetzt kein Scheiß, der größte Vorteil daran ist, wenn ihr diese Wurzel, wenn ihr dieses Wurzelstück hier nicht abschneidet, dann hindert ihr die Zwiebel daran auszubluten, könnte man sagen. Und das ist super angenehm, denn euch tränen dadurch wirklich weniger die Augen, plus sie fällt euch nicht auseinander. Das heißt, wir wollen sie wirklich ganz fein haben und das könnten wir super schlecht festhalten mit den eigenen Pfoten. Deswegen schneiden wir die jetzt hier schon mal ein. Könnt ihr so richtig schön fein machen, wie ihr das wollt, weil das hält jetzt natürlich gut zusammen. Dann geht ihr hier einfach in der Zwiebel einmal so lang. Ist aufwärts, dass ihr die Wurzel da quasi nicht anlangt. Und dann könnt ihr das super bequem, weil das ist halt stabil, könnt ihr das super bequem in super kleine, feine, enorm schöne Würfelchen schneiden. Und selbst wenn ihr hier ankommt, macht das überhaupt nichts. Ihr dreht die einfach ein Stück und könnt dann hier außenrum noch weiter schneiden. Ihr habt also so gut wie keinen Verlust. Und ihr hattet null Stress, könnt das Stück, was ihr eh weggeschnitten hättet, einfach wegpacken und habt hier eine extrem geil, super klein und fein geschnittene Zwiebel, ohne dass ihr irgendein Küchengerät oder irgendwas dafür braucht. Geschnibbelt ist alles, als nächstes hier unser Hackfleisch. Da geben wir einfach nur aus Tradition, Freunde. Wir haben ja schon geräucherten Knoblauch, der hat ein ganz schön heftiges Aroma, aber wir geben jetzt hier ein bisschen was von der Räucherpaprika ran. Also wirklich zwei Teelöffel oder irgendwas reichen da völlig aus. Dann wie viel gute von die Pfeffer? Und natürlich ein bisschen Salz. Vergesst an der Stelle nicht, dass der Knoblauch schon gesalzen ist. Also übertreibt es an der Stelle auch nicht. So, zack. Als nächstes kommen da rein die gehackten Zwiebeln. Das ist jetzt hier ein halbes Kilo Hackfleisch, also da kann eine halbe Zwiebel schon drauf, das ist kein Problem. Und natürlich der klein gehackte, fein gehackte Knoblauch. Zack.
Jetzt ziehen wir uns, aufgrund dessen, dass wir vorhin ein bisschen unachtsam waren, einfach ein paar Handschuhe an und vermengen das Ganze, sodass das eine richtig schöne homogene Masse wird. Das heißt auch gerne mit ein bisschen Druck arbeiten, ne? Und lieber, auch gerade bei Hackfleisch, lieber wirklich ein bisschen zu lange, also gefühlt zu lange kneten als zu kurz. So. Wunderbar. Obwohl das so richtig schön grobes Rinderhackfleisch war, hat das jetzt schon ziemlich was von Wurstbrät. Und da wir nicht wollen, dass das zu trocken wird und dass ja hier kein Burger ist, hauen wir da gleich noch ein Ei mit rein. Ich stelle mir gerade vor, wie alle da sitzen zu Hause und sich denken, das ist ein Hotdog, das macht überhaupt keinen Sinn. So Freunde, das Hackfleisch kann kurz beiseite gestellt werden. Was wir jetzt nämlich noch machen extra, ist, wir nehmen uns wirklich hier einfach eine ganze Zwiebel und schneiden uns da super dünne, so die braten wir nachher ganz kurz und knackig an, ein paar Zwiebelringe einfach runter. Das ist eine leckere Angelegenheit, ist jetzt optional, hab aber gerade Bock drauf. Plus, nicht jeder hasst Tomaten, deswegen an dieser Stelle schneiden uns ebenfalls ein paar richtig dünne Tomatenringe runter. Und ihr seht, nicht drücken, gerade wenn es dünn werden soll, lasst immer euer Werkzeug die Arbeit machen, ne? Lasst immer euer Messer die Arbeit machen. So, jetzt aber schnappt euch ein paar Spieße. Ich empfehle Holzspieße, ehrlich gesagt, die haben wir hier leider nicht. Deswegen müssen wir ganz kurz improvisieren. Ich möchte auch an dieser Stelle ganz kurz sagen, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn irgendjemand rauskriegt, dass wir die Metallspieße hier einmal, ich sag mal, ein bisschen gekürzt haben. Wir bringen beim nächsten Mal neue mit. So, davon nehmt ihr einfach zwei und dann packt ihr da, ne, so richtig schön eng, das Hackfleisch dran. Sekunde. Metallspieße haben einzig und allein den Vorteil, ne, dass die ja auch heiß werden und tatsächlich dann dementsprechend auch euer Fleisch von innen mitgaren. Und das ist immer eine ganz praktische Angelegenheit, das muss man einfach sagen. So, macht's nicht zu dick, weil das muss ja, wie gesagt, hinterher noch in den Hamburger, in den Hotdog-Bun reinpassen. Entschuldigung bitte. So, und lasst auf jeden Fall was von dem Stiel rausgucken für den Twist am Ende. Der ist nämlich tatsächlich entscheidend. So, das heben wir kurz auf. Zack, zack, zack. Und die zweite. Solltet ihr euch jetzt denken, oh, das hält doch niemals an dem Ding. Keine Sorge, das Fleisch wird ja logischerweise, wenn ihr es nachher bratet, fest. Das hält dann auch an dem Metallspieß, ist also überhaupt kein Problem. Was wir jetzt allerdings machen, einfach damit es hinterher ein bisschen geil ist und fürs Öl auch wirklich nicht schlecht, wir braten ganz kurz die Zwiebeln an und ziehen auch ganz kurz die Tomatenscheiben durch. So Freunde, bevor wir uns jetzt um das Fleisch kümmern, nehmen wir uns hier ein bisschen was von der großblättrigen Petersilie. Nur ganz wenig, ist jetzt nicht unbedingt großartig für den Geschmack, sondern fast ein bisschen nur für die Deko. Sieht aber schön aus, gibt noch so einen Touch Frische mit rein. Wenn ihr die irgendwie zu Hause habt und sowieso gerade nicht wisst, was ihr damit machen sollt, zufällig, dann könnt ihr das damit auch hinterher ganz wunderbar garnieren. So, zack, die kann hier einfach warten. Die streuen wir nachher einfach ganz entspannt da drüber. Sieht schick aus. So, was wir jetzt allerdings machen, jetzt braten wir erstmal unser Fleisch an. Pfanne hat ja noch Temperatur, haben wir ja gerade schon benutzt. So, zack. Zack. Gewürzt ist alles, also ganz kurz warten, schön durchbraten und dann kommt so der kleine Twist am Ende.
So, Freunde, unser Fleisch ist soweit fertig. Schön knackig angebraten hier, zack. Und was wir jetzt machen, ist ein bisschen weird, ist aber der absolut geilste Shit ever. Ihr nehmt euch jetzt eine schöne Scheibe Käse, von dem ihr wisst, der schmilzt ganz gut, verläuft euch aber nicht sofort. In dem Fall habe ich jetzt hier Edamer. Der hat so um die 40% Fettanteil in der Trockenmasse, wie man so schön sagt. Und den gebt ihr jetzt, no shit, in die Pfanne. Da lasst ihr dem einfach ein bisschen Zeit. Vergesst das Öl nicht, der klebt euch sonst wirklich an wie die Sau. Wenn es euch hinterher zu fettig ist, kein Problem. Dann nehmt ihr einfach ein bisschen Küchenkrepp, könnt das Fett ein bisschen abtupfen, gar kein Thema. Aber ihr wartet jetzt, bis der so richtig schön weich wird. So, und was ihr dann macht, das ist so richtig, richtig unfassbar lecker. So, nehmt euch jetzt hier euer aufgespießtes, in Anführungsstrichen, Hotdog-Würstchen. Und dann legt ihr das quasi hier vorne am Käse an und dreht das einfach mit dem Käse einmal ein. So, zack. Rollt das hier wirklich einfach über den Käse rüber, bis das so richtig benetzt ist quasi, ne? Könnt ihn darüber zerlaufen lassen, hier in der Pfanne so ein bisschen hin und her. Jetzt dreht der Sau sich natürlich nicht. Ist ja klar. So, zack. Und wenn euch das passt, dann nehmt ihr das einfach raus. Lasst das ein bisschen abkühlen. So. Dasselbe jetzt nochmal mit der anderen, aber nochmal mit einer kleinen, ich sag mal, zweiten Variation davon. Ihr nehmt euch jetzt nämlich einfach zum Beispiel eine von euren Lieblings-Barbecue-Soßen. Zack. Nehmt euch hier so einen Pinsel oder was auch immer ihr findet. Und streicht das damit vorher so ein bisschen ein. Ja? Fast wie so ein Glazing. Und dadurch, dass das unter dem Käse ist, verbrennt euch das auch nicht. Also der Zucker in der Barbecue-Soße zum Beispiel. Zack. So, wunderbar. Das sieht schon sehr geil aus, muss man einfach sagen. Ohne Scheiß. Schon next level geil. Macht die Pfanne nicht zu heiß, ne? Auch nochmal ein ganz guter Tipp. Ich hatte sie gerade ein bisschen sehr hot. So. Käse wieder rein in die ganze Geschichte. Warten, bis er richtig schön weich ist. Und dann hier dieses geglazte, richtig leckere Stückchen als nächstes einfach auch wieder in den Käse einwickeln. Zack. Und drehen. So. Wunderbar. Einfach quer durch die Pfanne jagen. Zack. So. Raus und hier ebenfalls wieder. Könnt ihn auch einfach hier noch ein bisschen halten. Ein bisschen weiter drehen. So, falls ihr bei einer Party irgendjemanden irgendwie beeindrucken wollt, es gibt für super billig Geld diese kleinen Bambusschiffchen. Und macht euch das Leben einfacher. Schneidet so ein V schon mal aus den Hotdog-Buns aus. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So. Wie ihr sicherlich nicht vergessen habt, haben wir ja noch vom Anfang der ganzen Hotdog-Aktion hier die leckeren Zwiebeln, die angebratenen mit den Tomaten. Die packen wir jetzt hier mit rein. Du magst ja Tomaten so an und für sich, ne Olli? Ja, wunderbar, dann wird das hier deiner. So, zack, dann haben wir hier die Tomaten drin. Wunderbärchen, hier ebenfalls. Mal schauen, dass ich mir ein paar von den Zwiebeln vielleicht mehr grabbe, aber ich nehme natürlich auch mal eine Tomate hier mit rein, einfach weil ich mutig bin. So, wunderbar. Und als nächstes müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf mehr machen, denn dann holt ihr euch einfach eins von euren aufgespießten, rustikalen Burgerwürstchen, ach Quatsch, Hotdogwürstchen, die meine ich natürlich. Ich möchte so gerne Burger machen, ich verspreche mich ständig. So. Und dann könnt ihr das Ganze hier einmal anlehnen. Ihr habt die Tomaten da schon drin, schön unten. Das heißt, es wird auch unten im Brötchen eben nicht zu trocken. Deswegen die immer zuerst rein. Und dann könnt ihr da drauf packen, was ihr wollt. Nehmt da irgendeine Soße. Ich für meinen Teil bin immer ein großer Fan. Bisschen was von dem Senf dazu.
auf jeden Fall was von einer richtig leckeren Barbecue Sauce. So, zack, das können wir dann nochmal ein bisschen einfach verteilen hier. Nehmen wir einfach was von dem Spießchen. So, und auf die andere Seite packen wir hier einfach nochmal, um es gemacht zu haben, ein bisschen was von so einer Burger Sauce. Und dann ist auch gut. Wir wollen ja auch noch was schmecken. Olli, wie sieht's bei dir aus? Gerne genauso. Gerne genauso, alles klar. So, Freunde, das war's. Quick and dirty, sehr rustikaler Hotdog, super lecker. Wir werden gleich kosten. Ich freue mich echt einen Ast ab. Die ganze Zubereitung, wenn ihr die Hotdog Buns schon gemacht habt, dauert euch weniger als 30, 35 Minuten. Ist ein super geiles Partyfood, super geil auch auf dem Grill zum Beispiel zu machen. Auch gerne mit einer gusseisernen Pfanne oder einer Griddleplate oder was auch immer, wie ihr das machen wollt. Und für mich heißt es jetzt, euch ganz viel Spaß beim Nachkochen zu wünschen. Ne? Ihr wisst Bescheid, macht's nicht gut, macht's besser. Und Olli, wir beide können jetzt reinhauen. Lalala, oh, hab ich da Bock drauf. Mm. Na dann. Das ist einfach nur gut. Oh, lecker, der Käse passt voll gut. Was auch unten eben im Brötchen nichts trocken ist, durch die Zwiebeln, die Tomate. Überhaupt nicht. Alles klar, Freunde. Lecker. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut. Wir essen jetzt einfach weiter. Das ist einfach unser Privileg hier. Mein Vater hat immer gesagt, gewischt wird zum Schluss. Mhm. Das ist lecker, Mann, Alter.